Im Rahmen der Filmreihe 75 Jahre Befreiung und die Folgen haben Sie auch einen Kurzfilm ausgewählt, der hier im Luna Film Theater in Ludwigslust gezeigt werden sollte. Was haben Sie dazu im Vorfeld zu sagen? Ja, es geht um Heinrich Lochkarte. Heinrich Lochkarte ist die Personifizierung der DDR-Statistik. Und die DEFA hat im Jahr 1964 einen sehr, sehr schönen Kurzfilm für das Kino produziert, in dem versucht wird, die alltäglichen Ereignisse und Geschehnisse in der DDR in unterhaltsamer, aber eben auch populärwissenschaftlicher Form darzustellen. Und interessant ist nicht nur der Film, sondern auch der Darsteller, der durch diesen Film führt und der diesen Heinrich Lochkarte spielt. Das ist nämlich der damals sehr bekannte Schauspieler und Synchronsprecher Fred Arthur Geppert. Er wurde 1925 in Bitterfeld geboren und gehörte seit 1962 dem Schauspiel in Leipzig an. Damals war er in zahlreichen Theater-, Kino- und Fernsehproduktionen zu sehen und hat auch synchronisiert. Er gehört seit den frühen Gründerjahren des Fernsehtheaters Moritzburg zu seinen bildenden Akteuren und hat mit vielen bedeutenden Schauspielern und Regisseuren der DDR und der Bundesrepublik gemeinsam gearbeitet, wie zum Beispiel mit Heinz Behrens, Fred Delmare, Erwin Geschoneck, aber eben auch mit Dominik Graf, Roland Gräf und Kurt Metzig.